Heute gilt es, den erfolgreichen Start in die Saison zu festigen, möglichst mit einem Dreier. Das unglückliche 2:2 im Busch müssen wir abhaken, denn heute werden die Karten neu gemischt und Altenburg ist eine ganz andere Mannschaft. Unsere Gäste aus Altenburg, mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Saison gestartet, ist eine spielstarke Truppe, die sich heute mit Sicherheit nicht verstecken wird. Das beweist auch die Statistik der Altenburger gegen unser Team. Sie können es im Programm leider nachlesen. Jedoch, mit der Leistung aus dem Spiel gegen Bosch sollte heute ein Dreier für die Wismut möglich sein. Und wir wollen doch hoffen, dass es endlich gegen Altenburg wieder aufwärts geht. Unsere Gäste spielen wie folgt. Im Tor die Nummer 1, Norman Teichmann. Die Nummer 2, Markus Dornburg. Die Nummer 3, Kai Buller. Die 4, Tino Kratsch. Die 5, Mike Wegner. Die 7, Jens Wittke. Die 8, Kapitän Nico Böhme. Die 9, Kai Daumann. Die 10, David Weise. Die 13, Patrick Reiche. Und die 15, Matthias Gruber. Auf der Bank nehmen Platz. Ersatz der Ruder mit der 20 Stefan Bochmann, mit der 11 Denny Lessau, mit der 14 Thomas Rolle und mit der Nummer 19 Robert Döring. Trainer der Mannschaft ist Harald Hesse. Unsere Mannschaft tritt wie folgt an im Tor mit der Nummer 1, Marc Reiter. Wie gewohnt die Nummer 2, unser Kapitän, David Kwiatkowski. Die 3, Thomas Petzold. Die Nummer 4, Danny Hertel. Mit der 5, Rudi Steinbach. Mit der 6, Steve Lippold. Mit der 8, Christian Petzold. Mit der 9, Marcel Peters. Mit der 10, Nico Heuschke. Und mit der Nummer 11, Francis Witzel. Nummer 13 steht Steffen Urbanski. Auf der Bank nehmen Platz Robert Thieme mit der 12, mit der 7 André Jahn, mit der 14 Kai Fitztum und mit dem 15 Manuel Frohherz. Trainer der Mannschaft ist Udo Korn. Schiedsrichter der heutigen Partie ist Patrick Hofmann aus Simmerda. Ihm zur Seite stehen Daniel Adam und Christian Nimtsch. Ich wünsche uns allen ein heißes, spannendes, auf vor allem erfolgreiches Punktspiel für die Wismut und Ihnen viel Spaß für die kommenden 90 Minuten. Yeah.
Yeah!
3, 2, 1, Wismut Gera! Willst du es immer so spannend machen? Ja, immer. Wird jetzt immer so spannend. Ja, war doch nicht spannend. Da wird es schon auch schon. Ja, typisches Menüspiel, aber Glück am Ende, oder? Jawohl. Ja, das war ein ganz schweres Spiel, vor allen Dingen durch die Hitze. Ja, wer das erste durchschießt, wird das Spiel gewinnen und wir haben gute Moral gezeigt heute. Ja, und haben endlich mal den Bock gegen Altenburg umgestoßen. Okay. Danke.